Willkommen zurück hier wieder bei Microhazard TV mit dem Ice Dragon und dem Bio. Zusammen spielen wir den Landwirtschaftssimulator. Wir haben jetzt unsere Baumstimme verladen. Jetzt geht's zum Verkaufen. Genau. Soll ich fahren und du sitzt da oben drauf oder was? Ja, ich werde jetzt erstmal kurz noch mal ein bisschen. Naja, dann haben wir den anderen Trecker hier immer noch rumstehen, wa? Wir müssen, achso, ja, hast du auch wieder recht, wenn das Geld ja da ist. Also wir haben uns jetzt auch jetzt entschieden, also wir werden weiter in die Forstwirtschaft investieren. Wo steht mein Traktor da? Und wir kaufen uns, was haben wir, den Teleskoplader, oder doch, ja, Teleskoplader. Mit längeren Anhänger. Also, wahrscheinlich wird das Geld jetzt nicht reichen, das mal jetzt eben schnell zu kaufen. Sprich, wir werden dann nochmal Holzfällen übrigens, das ist auch gut. Holzfällen. Ja, Bäumefällen eigentlich, ja. Bäumefällen, ja. Werden jetzt zusammen, wird es jetzt ins Sägewerk fahren oder? Naja, schon, ja. Also den Teleskoplader wollen wir uns kaufen mit dem längeren Anhänger. Und ja, sollte denn auf jeden Fall gut Geld einbringen. Kostet zwar auch wieder gut, aber es lohnt sich. So, jetzt fahr schön vorsichtig. So, ja, dann selbstverständlich. So, wir müssen Lichter machen hier, vor allem nur Nullleuchten oben, wa? Ja, so, ich verhindere dir mit Warnblink. Genau. Ich muss erstmal hier rauswursteln, wieder aus dem Wald. Und dann fahren wir jetzt die ganze Fuhre zum Sägewerk rüber, wie der Bio schon uns achte, und werden das dann dort verkaufen. Und dann könnt ihr mal sehen, was so ein, ja, ein Stück Baum so bringt. Und was jetzt, wie haben wir denn jetzt eigentlich drauf da? Bist du dritte? Sechse oder sieben? Baumstämme? Ja. Oder ganze Bäume? Ne, Baumstämme. Baumstämme. Stücke. 1, 2, 3. Muss man zählen, ja. 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, das sind 8 Stück, ja. Ich kann gerade irgendwie nicht so gut zählen, weil der für die Kamera mal so blöd ranzoomen dann. Was jetzt 8 Baumstämme bringen. Und dann könnten wir auch jetzt gleich mal vergleichen, ob, Ist das clever hier runterzufahren? Nein. Ups, dann wollen wir mal nicht den Leitpfosten von der Straße umfahren. Wo willst du denn nur hin? Ja, jetzt den Weg hier runter. Ich merke, dass das schon sehr viel Gewicht hat jetzt hier hinten. Mhm. Weil ich habe jetzt echt schon Schwierigkeiten, das Ganze zu lenken. Die Lenkung reagiert nicht mehr so gut. Ja, das liegt jetzt halt daran, dass ist einfach. Also hat man auch so ein Gewichtsgefühl, ja? Achso. Genau, es ist. Schmeißt du wieder ins Wasser rein, wa? Ich bin gerade vom Server geflogen. Nein. Doch. So, nach dem Rauschmiss von Ice Dragon sind wir jetzt wieder da. Genau. Der Server wollte mich nicht mehr haben, der wollte mich loswerden anscheinend. Und ja, jetzt sind wir. Da wir auch noch ein kleines Experiment gestartet haben, sind wir jetzt hier und verkaufen unser Holz. Schade, dass man das nicht einfach so abkippen kann. Ja, natürlich viel einfacher. Ja, aber wahrscheinlich kommt er damit dem Rechnen nicht hinterher. Wahrscheinlich. Also muss man mühsam jeden einzelnen Baum wieder abladen. Aber im wahren Leben werden die wohl nicht einfach abgekippt, von daher. So. Bio war so nett und hat den Baum einfach festgehalten gelassen. Mhm. Dann hängen wir den jetzt wieder hoch. So, wir sind jetzt hier bei 52.738. Ja. Ich stehe jetzt, glaube ich, zu weit weg, war wieder. Nö, das passt. Jetzt müssen wir hier ein bisschen nachhelfen. Ne, die kann ich ja schon fast so im Wasser absetzen, also passt schon. Wir haben ein bisschen weiter raus, aber der Wagen fast umkippt, so nach dem Motto. Ja. Und jetzt lassen wir den fallen, ja? Jupp. Alles klar. Also, wie gesagt, 52.738 haben wir jetzt ein aktuelles Geld. Wenn ich mal fallen lassen würde, wäre schön. Macht mal in der Kralle auf. Ja, das will ich gerade machen. Nee. Also eben gerade mit dem Aufladen hat alles wunderbar bei mir geklappt. Ah, jetzt. So, und jetzt sind wir bei 59.552.
Ja, ich habe hier echt so ein kleines Verbindungsproblem. Irgendwie hört ich nur sehr abgehackt manchmal. Dafür höre ich dich klar und deutlich. Wie gesagt, so ein kleiner Uploads, Downloads, nichts. Aber ich sehe schon, wenn du jetzt halt mit dem Kran hier rumfuchtelst, ja, ist schon leichte Verzögerungen drin. Ja, und ich höre halt Verzögerungen bei dir im Ton, ne? Kommt immer wieder mal so ein Hacker dazwischen. Also, was auch immer der jetzt hier hat für ein Problem, mein Rechner. Aber so, dann einfach mal ruf zugreifen, gucken, was wir kriegen, wa? Ja. Zwei sind auch nicht schlecht. Genau, zwei sind auch nicht schlecht. Das tue ich natürlich den Kran. Ups, aber fällt er rein? Roll weiter, ja. Ja, 10.000 hat er gebracht. Wir sind jetzt bei 69.000. Natürlich auch eine Variante, einfach die Sekunde zu schmeißen und rollen zu lassen. Natürlich. Weil wir letztes Mal schon das Problem hatten, wir mussten halt auch rollen, ne? Aber jetzt kann ich gut auch die Innenkamera einfach also benutzen. Also mit ein bisschen Glück kriegen wir den Teleskoplader hin. Yippie! Ich freue mich, jetzt krieg ich auch mal was Neues. Ups! Fall mir das. Krieg ich auch mal was Neues, auch neues Spielzeug. Der Bier will neue Spielzeuge. Ja, da ich ja schon meine neue Erntemaschine kriege, aber ich kann ja mal gucken, was unsere Felder sagen. Na, hier zu weit. Nein, sind immer noch. Also wir sind jetzt bei 69.527 und wir haben immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, haben gerade mal 2 verkauft. Und Schussstamm. 80.000. Oh, da klingelt. Oh. Da kriegt er hier einen Abgang, ja. Oh. Ja, also da kriegen wir bestimmt auch noch den Hänger hin. Also ihr seht schon, also mit der Forstwirtschaft wird das Spiel eigentlich zu sehr einfach. Die Bäume bringen dadurch ein bisschen sehr einfach. Die Bäume bringen hier also doch ein bisschen. Ich weiß halt nicht, wie viel man jetzt wirklich für einen Baum kriegt, aber ich kann mir eigentlich vorstellen, dass man da so für so ein Stück Baum jetzt wirklich 10.000 kriegt. Also das ist schon. Oder was das? Was meinst du? Also ich weiß nicht. Ja, nee, also man würde bestimmt im wahren Leben für einen Baum Kinder 10.000 Euro kriegen. Ja, das glaube ich auch. Nee, nicht für einen Baum, das ist ja ein Stück Baum. Ein Stück nur, ja, ich weiß. Also wir sind jetzt bei 80.388. Aha, okay. Wackelt man nicht so. Ja, du sagst wackelt man nicht so, bei mir hackt es hier wie verrückt gerade. Weil das liegt dann wohl eher an der Synchronisation halt. 91.503. Das wird sich dann bestimmt wieder ändern, sobald dann die Bäume weg sind, weil jetzt hat das Spiel natürlich mehr zu synchronisieren, weil er muss jetzt natürlich jeden einzelnen Baum, den wir hier haben, synchronisieren, jedes Stückchen. Und da ist natürlich auch Physikfrage dann wieder und über einen. Beide kriegt er bestimmt wieder nicht. Die fallen dann wieder runter. Oh, was sind beide? Ja, das kippt jetzt der Hänger um, oder? Wenn ich jetzt raus fahre hier. Ich werde nachher mal so ein kurzes Spaßvideo. Alter, 116.000 haben wir. Sind beide reingefallen? Ja. Sehr gut. Ich habe hier vor ein Experiment gestartet. Ich habe mir den Traktor mit Anhänger mal auf die Schiene gestellt und habe den Zug losgeschickt. Und siehe da, er ist wirklich gegengefahren und hat den ganzen Traktor einmal durch die ganze Karte geschleudert. Doof nur, dass wir alle Stämme nochmal neu einsammeln mussten. Ja, deswegen hatten wir so eine kleine Verzögerung, noch zusätzlich zu dem, was wir jetzt hier schon für Serverprobleme hatte. So, die letzten Bäume sind wieder immer ein bisschen schwieriger zu greifen, das hatten wir gestern schon. Mal gehabt. Ich will anfangen. Wir haben jetzt nicht mal komplett die drei Bäume aufgeladen. Also es sind jetzt so wirklich, wir hatten jetzt 8 Stämme. Das waren nur Stücke, genau. Wir haben bei 53.000 hatten wir angefangen, ne? Irgendwie hatte ich gesagt. Ja. Und wir sind jetzt bei 116.000. 124.000. So, einen haben wir noch. Genau. Das ist wieder ein größeres Stück, sprich, es gibt wieder ein bisschen mehr Geld. Dann müssen wir die Kralle hier richtig hinkriegen. Dann greifen.
Das wird jetzt wieder schwierig zu greifen sein wahrscheinlich, oder? Obwohl ich jetzt schon wieder am Überlegen bin, ob wir jetzt nicht doch den Traktor kaufen. Mit diesem Frontlader, weißt du? Ja. Das wäre da jetzt auch schon wieder eine Überlegung wert. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ja. Komm. Komm mit, du Blöder. Ich dachte, der abfallen würde, oder? Der fällt doch ab. Ja. Der hätte mich jetzt eiskalt erschlagen. Du wärst jetzt eigentlich gar nicht mehr hier. Und somit wurde mal eben schnell das harmonische Landwirtschaftssimulator zu einem Mörderspiel. Genau. A la Call of Duty. Ja. Der hätte mich jetzt hier eiskalt erschlagen, der Stamm. Ja. Das natürlich wieder zu greifen, das ist natürlich wieder ein Kunststück für sich. Und jetzt einen tollen Winkel hier habe. Habe ich ihn, wa? Mhm. Oder auch nicht? Nein, auch nicht. Okay. Und jetzt einfach fallen lassen, oder? Das sieht schon sehr gut aus. 137.000, also wir haben fast 100.000 jetzt bekommen. Fast 100.000. Und ich würde mal sagen, das hört sich gut an, oder? Das hört sich gut an, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir machen das gleich nochmal, eine Fuhre mit neuen Gerätschaften. Aber das sehen wir dann halt in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir spielen Landwirtschaftssimulator 15 mit dem Meister Regen und dem Bio. Ciao, tschüss. Wir sagen tschüss.